Jena, das war einmal ein geistiger Hotspot, wie es ihn in der Weltgeschichte nur zweimal gegeben hat. Das erste Mal im Athen des Sokrates 400 Jahre vor Christus und das zweite Mal um 1800 in Jena. Hier an der Saale trafen die Frühromantiker Schlegel und Tieck auf die Begründer des deutschen Idealismus, Fichte und Schelling, flankiert von den Klassikern Schiller und Goethe. Und im Zentrum der philosophischen Debatte der schwierigste von allen, der Schwabe Georg Friedrich Wilhelm Hegel. 1801 kam der 31-Jährige an die Saale. Er wohnte zunächst im Klipsteinschen Gartenhaus, hier eine Zeichnung von Goethe. Heute ist dort das Volksbad. Einige Monate später zog Hegel zum Fechtboden am Roten Turm und schrieb sein berühmtes Hauptwerk mit dem einschüchternden Titel Phänomenologie des Geistes, eine Studie über uns, eine Geschichte unseres Bewusstseins. Mit naturwissenschaftlicher Präzision soll fundiertes philosophisches Wissen erarbeitet werden. Es darf nicht mehr vermutet, geahnt, gemeint werden. Hegel lässt nur den einen Imperativ gelten. Denken. Denken sollt ihr. Ihr sollt denken, begreifend denken. Das ist das einzige Resultat. Und es ist nur der Anfang der Wissenschaft. Die ist noch nicht geschrieben, die ist noch nicht konstituiert. Aber wir wissen spätestens seit Aristoteles, dass der Anfang der Philosophie schon die Hälfte der Philosophie ist. Klaus Viehweg hat gerade eine ebenso profunde wie spannende Hegel-Biografie vorgelegt. Er sieht in dessen Phänomenologie ein Jahrtausendwerk. Die Phänomenologie versucht, die bisherigen Denkmodelle, die bisherigen Gestalten des Denkens kritisch zu überprüfen und ob vielleicht das alte Muster des Denkens verabschiedet werden muss. Hegel nährt den Zweifel am naiven Bewusstsein. Das Bekannte, sagt er, ist, weil es bekannt ist, noch lange nicht erkannt. Dinge unseres Alltags existieren, weil wir sie mit unseren Sinnen und unserem Verstand erschaffen. Wir Menschen können denken, dass wir denken. So gelangen wir zum Bewusstsein über uns selbst. Hegels Eintritt in Jena glich einem Stich ins Wespennest. Schon in seiner ersten Veröffentlichung legte er sich mit seinem berühmten Kollegen Johann Gottlieb Fichte an. Im Krausischen Haus am Markt hielt er seine erste Vorlesung über die Geschichte der Philosophie. Und im Anwesen des Verlegers Frommann nahm der Philosoph am geselligen Leben teil, traf Freunde, spielte Karten. Hier wuchs auch sein Sohn Ludwig auf, der aus der Beziehung zu seiner Haushälterin hervorging. Im Paradies an der Saale traf er beim Spaziergang seine intellektuellen Gesprächspartner. Goethe nennt ihn einen ganz vortrefflichen Menschen und Schiller einen gründlichen philosophischen Kopf. Freiheit ist ein Leitmotiv seiner Philosophie. Es ist für Hegel auch das Ziel aller geschichtlichen Anstrengungen. Klaus Viehweg erinnert sich an den Missbrauch Hegels in der offiziellen DDR-Philosophie. Die Formel Freiheit sei Einsicht in die Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit wurde identifiziert mit dem Gegebenen, mit dem Gesellschaftssystem. Und damit war das natürlich in keiner Weise mit Hegel kompatibel. Denn was notwendig ist, ist keineswegs das, was sich selbst für notwendig erachtet. Es muss in Freiheit erstritten werden. Der Kampf der Widersprüche und Gegensätze ist für Hegel Treibstoff des Denkens und der geschichtlichen Entwicklung. Die Dialektik der Geschichte findet aber für Hegel ein ideales Ende, im Gedanken der Freiheit. Wenn er einmal gedacht ist, muss die Wirklichkeit nur noch zu ihm aufschließen. Hegel ist der Meinung, dass wie er Geschichte versteht, Weltgeschichte versteht, eben ein Prozess der Erlangung von Freiheit ist. Und wenn dann der Gedanke der Freiheit aller konstituiert ist, der Freiheit aller Menschen, dann ist dieser Gedanke nicht mehr und auch nicht dialektisch überbietbar. Sondern Hegel sagt, wir haben jetzt den Gedanken gefunden und jetzt ist nur noch dieser Gedanke in die Köpfe der Menschen zu bringen. Im 250. Geburtsjahr Hegels kann man auch dessen Jenaer Spaziergängen folgen. Auf den nahegelegenen Berg Jänzig, auch ins Ziegenhainer Tal.
Fiewig entdeckt in seiner Biografie den eher unbekannten, politisch und kulturell modernen Hegel, den Musik- und Weingenießer, den Frauenumschwärmer, der auf eine befreite Zukunft der Geschichte setzt. Allerdings, die Menschen müssen der Vernunft eine Chance geben. Es ist also nicht ein Automatismus, so darf man Hegel nicht, dass das alles schon zum Fortschritt führt. Nein, im Gegenteil. Die moderne Welt ist für Hegel die riskanteste Zeit menschlicher Existenz, das gefährlichste überhaupt, weil jetzt mit Freiheit wird auch Willkür und anderes losgelassen. Die Büchse der Pandora wird auch geöffnet in der modernen Zeit. Freiheit kann eben auch die Freiheit sein, Fake News in die Welt zu setzen. Demgegenüber hält Hegel an einem strikten Wahrheitsbegriff fest, der Vernunft zur obersten Maxime erklärt. Auch das macht das Denken Hegels aktuell.